Wie lange trocknet das denn? Das dauert ja ewig. Ewig. So, dann machen wir mal ein bisschen Möhrenragout. Möhrenragout. Oh, Mann. Was ist denn los hier? So, da sind wir wieder satt so einigermaßen. Jetzt sind auch wieder ein paar Schweine, die jemand einsortieren kann in unsere Armee. Ja, aber ich kann die ganze Zeit auf diese Schweine warten. Die Tentakel bringen mich sonst um. Was war denn da für ein Ding? Achso, wie man das aktiviert wird, wissen wir noch nicht, ne? Wir können einfach mal so eine Reise nach unten machen und hoffen, dass keine Schweine dabei sterben. Komm, das machen wir jetzt. Kommt ihr mit, ihr Schweinchen? Kommt, komm, put, 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 put. Schweine, Schweine, Schweine. Komm, wir laufen auf den Weg, das geht besser. Wenn wir unterwegs Schweine finden, nehmen wir die einfach mit. Wir können eigentlich noch mitnehmen. 11 Fleisch haben wir noch, okay. Müssen wir hier runter? Ja. Den nehmen wir mit. Können wir mal gebrauchen. Dum. Ja, die Spinnen da laufen besser nicht hin. Da ist die Spinnenkönigin und verdammt viele kleine Spinnen. Naja. Wir müssen eh weiter runter. Da wissen wir nicht, was wir da machen sollen. Dann gibt es ja nichts. Spider-Glad, Spider-Glad. Das ist ja furchtbar nett. So. Oh, die scheinen nicht so stark zu sein in ihrem kleinen Haus eigentlich. Oh, scheint nicht so stark zu sein, ist gut, ne? Doch noch genug da. Alter, zu viele Spinnen. Ist nicht, nichts gut, nichts gut. Aua, 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 komm wieder auf. Stirb jetzt einfach, dann ist gut. Mein Helm schon wieder kaputt gegangen. Dreh am Rad. Hat auch keinen Helm dabei. Also meine Schweinepartner sind irgendwo abgeblieben. Naja, machen wir einfach das Spiel jetzt kaputt, das ist immer gut. 4 Spinnennetze, sehr schön. Und eine Blume zum Pflücken. Oh, kleine Spinnennest. Ui. Und ein junger Freund, der mir helfen will wahrscheinlich. Wenn ich ihn als Gegenleistung ein bisschen Schwein anbiete. Toll, jetzt haben wir nicht mehr eine Waffe. Es geht richtig los jetzt hier. Okay, so. Nehmen wir das Holz auch mal mit, warum immer das da rumliegt. Blumen sind immer gut, kann man immer gebrauchen. Hey, du ja. Kommst du mit mir? Was gibt's denn noch hier unten wohl? Wie groß wird die Welt noch werden? Diese Fragen werden wir uns stellen. Oder auch nicht, wenn wir irgendwo ankommen. Das gibt hier eine große Spinne, das wird wahrscheinlich gleich, just in this Augenblick, zum Spinnenkönig oder spätestens aller spätestens nächstes Mal, wenn ich vorbeikomme. Ich weiche gerade ziemlich vom Weg ab. Oh, wo bin ich denn hier? Mitten im Wald. Die große Frage ist ja, hat diese Map irgendwann mal ein Ende? Das ist ja die größte aller Fragen. Hier gibt es einen Teich, schön. Und Blumen, 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 die kann man ab und zu mal pflücken. Ah, ein Schweinchen! Gif. Willkommen in meiner Armee. Also dieser Kontinent ist ja nochmal riesig. Aber so richtig riesig. Ich bin unten angekommen, es gibt Wasser unten. Am unteren Ende. Oh. Oh mein Gott, was ist denn los? Kann ich mal ein kleines Päuschen machen? Aber noch eigentlich nicht. Noch haben wir ja fast gar nichts aufgenommen. Das geht ja nicht. Können wir jetzt keine Pause machen. Ah, wir können ja einfach mal einen Schluck trinken. Moment. Natürlich rennen wir währenddessen weiter. Kein Grund, stehen zu bleiben. Jetzt werden wir gleich eine Nacht lange aufschlagen müssen. Das Sumpfgebiet? Ne, das ist ganz normaler Wald, Tannenholz, ne? Ja. Wie groß ist das Ding hier? So. Ein paar Möhren kann niemand abschwören. So, machen wir uns mal ein kleines Lagerfeuerchen hier. So, dann nehmen wir die Karotten. Ich habe Licht gemacht. Kommt zu mir, meine Jungs. Hm, es gibt nicht wirklich viel Leben, ne? Wo wollt ihr denn hin? Mich jetzt auch nicht gut, wenn ihr jetzt den Busch leer gefressen hättet. So, die Nacht ist gleich rum, das Feuer ist gleich aus. Alle sind froh, alle gehen nach Hause. Oh, heute wieder Reime in Sonderangebot. Brauchen wir nichts drauflegen, ist gleich zu Ende die Nacht. Ich sollte aufpassen, dass hier irgendwo wieder Hunde kommen. Das wäre nicht so schön. Ohne Helm, ohne Schwert. Passieren kann das. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Rennen Deluxe. Rennen wir hier schön den Weg hoch. Oh, Möhren, die nehmen wir erstmal mit. Wir müssen ja gleich wieder was essen. Und ich glaube, von Möhren ist eigentlich ganz okay. Ist zwar ein bisschen wenig Fleisch, aber zumindest Möhren. So. Was ist das für ein Platz da? Was ist das? Was ist das? Aktiv Maxwell Store. Okay. Oh, er schießt auf mich, er schießt auf mich. Ich muss weg. Alter, wie Schaden das macht. Oh, sie haben es gekillt. Yay, meine Schweine haben es gekillt. Purple Gem. Geil. Wo ist Chester eigentlich jetzt, wenn man ihn braucht? Tja. Chester scheint nicht hier zu sein. Chester? Every bone connect to face bone. Was auch immer. So. Das Tor ist jetzt offen hier. Also das kann man irgendwie benutzen. Und dann kann man, soweit ich weiß, in die andere Welt. Aber dafür sollte ich mir erstmal ein bisschen Ausrüstung zusammenfarmen, glaube ich. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt machen soll. Da jetzt reingehen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Aber interessant, ich dachte, man müsste das noch zusammenbauen. Aber hier ist es ja schon fertig. Interessant, interessant. Naja, jetzt weiß ich wenigstens, wo das Tor ist. Da. Kann man jetzt nicht mehr übersehen. Aber ich möchte doch gerne wissen, was das ist. Es gibt noch so viele Sachen, die ich hier erforschen muss. Hm. Maxwells Tor. Ich weiß nicht, was man dahinter verbirgt, wenn ich da reingehe. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht mache ich das einfach in der nächsten Aufnahmesession. Ich werde gleich sowieso eine Pause machen. So in einer halben Stunde mache ich eine Pause. Und dann muss ich nochmal eine Stunde aufnehmen. Ich werde zwischendurch was anderes spielen, wenn eine kurze Pause vielleicht machen, keine Ahnung. Vielleicht mache ich das dann in der nächsten Aufnahmesession einfach, dass ich mal da reingehe. Aber dann muss ich erstmal mein Leben auffüllen und alles. Also da gehe ich nicht so einfach so rein. Ne, geht mal nicht zu der Spinne. Ich will euch als Armee behalten. Ich habe gesagt, geht nicht dahin. Nein. Also Platz für ein Purple Gem? Nein, nicht wirklich. Jetzt fehlt mir noch Living Lotus. Das werden wir aber niemals zusammenkriegen. Nein. Ich bin gestorben. Nach 85 Tagen bin ich tot. Ah, verdammter Mist. Okay, dann werde ich jetzt eine Aufnahmepause machen und gleich weiterspielen. Wir werden wieder von vorne anfangen. Ich werde aber ein paar Sachen anschalten, die ich letztes Mal ausgeschaltet habe. Das alles seht ihr in der nächsten Aufnahmesession von Don't Starve. Bis dahin. Tschüss.